YouTube, was gibt es Schöneres als einen gemeinsamen Angelausflug? Es geht weiter hier mit der großen Angeltour. Wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr euren Weg zu meinem Livestream auf Twitch. Und dort können wir ganz viele coole gemeinsame Sachen machen. Denn ich weiß, wenn ich dich in meinem Livestream an meiner Seite habe, dann werde ich auf jeden Fall auch das Glück des Anglers haben und ganz viele tolle Fische angeln, ja? Also ich brauche euch. Ansonsten bewerten und kommentieren. Ja, jetzt geht's weiter. Ich habe hier noch ein bisschen Hai. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Ein kleines bisschen Geld habe ich auch noch gefarmt. So, was sind denn wert? Ah, Haie sind schon gut was wert, ne? Die kann man mal loswerden, die Viecher. So, Haie verkauft. Also Geld ist eigentlich gar kein Problem mit dem Spiel, weil man kann sich easy was zusammenangeln. Das ist eigentlich ganz nice. So, schwupps. Und schwupps, ich kann mir vielleicht sogar direkt eine Verbesserung gönnen. Denn wir haben ja hier noch ein paar Sachen. Und babams. Yes, baby. So schnell gehen die Materialien wieder flöten. So, wir haben jetzt mehr Platz. Ist es denn die Möglichkeit? Mehr Platz, sehr, sehr geil. Und ich hätte rein theoretisch auch noch einen Forschungspunkt. Ich bin am überlegen, ob ich mir so einen super mega fetten Zwillingsmotor da rein knüppel. Skior, guten Tag, du bist auch hier. Hoji the Demon ist auch am Start. Silverstripe will irgendeine Frage mir stellen. Und Mr. Black Kaiser gibt mir hier noch einen Sub auf Gönnbasis. Dankeschön. So, es kostet halt echt viel, ne? Oder wir sparen uns den. Skior, ich weiß, dass du hier bist. Treu bis ins Grab. Und darüber hinaus. Ich würde auch gerne mal sowas hier anbauen. Aber es nimmt halt alles Platz. Und wir bräuchten... Wir bräuchten unbedingt auch mal... sowas hier. Kabams. Wird spannend. Wird spannend, wird spannend. Wird spannend. Es ist ein Cthulhu-Game, ja. Das definitiv. Alles nehmen. Ist die kaputt? Ja, komm, die ist so gut wie kaputt. Ey, ich schmeiß jetzt noch hier vorne rein. So, kann ich auch direkt noch schnell reparieren und wieder reinschmeißen, das Ding. Würdest du sagen, treu doof? Nein, Sio, sowas würde ich nie sagen. Ich bin total glücklich, dass du hier bist. Ich bin total glücklich. Ohne dich würde das alles hier nicht funktionieren. Bubi, was geht? Auch wieder am Start. Diego Place, dankeschön für deinen Sub. Ich mach nicht mal was. Du bist hier und du schreibst, du unterhältst das Volk, Skior. Du bist unser Anwesender. Das alte Call of Cthulhu Game. Ja klar kenne ich das. Habe ich auch durchgespielt. So, schmeißen wir mal die Dinger hier wieder rein. Bitteschön. Und noch ist ein bisschen Nacht. Ich will noch angeln. Weil mehr Geld ist eben auch nun mal mehr Geld, liebe Kinder, ne? Boah, und noch einen Mutantenfisch rausgeholt. Was für ein hässlicher. Den habe ich noch nie gesehen. Hat sich mal wieder gelohnt, den Mutantenfisch zu angeln. Aber es wird schon hell. Komm schon, gib mir noch einen Mutant. Gib mir einen kleinen, zarten Mutantenfisch. Oder einen goldenen. Goldenen nehme ich auch. Mutantenfisch! Komm schon! Mutantenfisch! Nee. Leider nein. Tagsüber erholt sich da die Psyche wieder komplett? Ist man da wieder komplett revitalisiert? Ist das immer so? Kiki 32, was geht ab? Was geht ab? Alter, die bringen ja gar nichts mehr hier, die Fische. Weißt du, ich hassle mir hier den Hintern wund für irgendwelche Mutantenfische und ich krieg dafür nichts. So, Stahlspitz. Wir müssen gucken, dass wir unbedingt...
unbedingt mehr Materialien bekommen. Eigentlich sind nur noch die Materialien im Moment relevant, damit wir upgraden. Boah, Alter, was ist das denn hier für ein Hässlon? Hohoho, ich ziehe die hässlichsten Barsche aus dem Meer. Selten und hässlich. Genau mein Stil. Ich mag meine Fische wie meine Frauen. Selten und hässlich. Denn die inneren Werte zählen. Die inneren Werte zählen. Alles andere ist egal. So, ein Brett. Ach, ein Brett, eins. Warum ist das so knauserig? Psst, hey. Dankeschön, Mr. Black. Nein. Oh, da war ein super krasser, super seltener, super Shark. Kriege ich das überhaupt alles unter? Warte mal. Die sind doof zu platzieren, die Haie. So, ich kann schon wieder zurück, aber ich habe ein Brett geangelt. Warum ich mich nicht mehr zeige, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich die Muse verlassen. Mich hat irgendwie die Muse verlassen. Findet ihr, mit Cam ist besser? Da sagt ihr, ey, Facecam ist das einzig wahre. Ist das der einzig wahre Stuff? Braucht ihr die Cam, um emotionale Bindung aufbauen zu können? So, neuer Rumpf. Boah, es kostet auch wieder alles gut, ne? Psst, hey! Boah, das geht alles gut ins Geld. Dankeschön! Dankeschön für 100 Bits. Ja, Facecam definitiv. Ist das so wichtig? Sagt ihr, das ist so essentiell, dass jemand eine Facecam hat? Krass. Und ich dachte, das ist nicht so interessant. Aber was hat man davon? Was ist daran so faszinierend? Einem alten Mann beim Spielen zu gucken. Oben mit so einem kleinen Gesicht. Was ist die Magie? Heilige Makrele, du. Er zieht wieder raus, der Boy. Der zieht wieder raus. So. Komm, gib mir mal hier so einen schönen Mutant. Von denen hatte ich, glaube ich, noch gar keinen Mutanten. Aha. Boah, die brauchen ja richtig viel Platz, die Viecher. Nope. Nope. Hier kriege ich auch keinen rein. Nee. Schade. Außer ich werfe so einen über Bord. Schauen wir mal, was wir fischen. Boah, muss ich sogar beide über Bord werfen. Egal, sind eh nicht so viel wert. Was hat der? 18, 10, 24... Dann tauschen wir noch den hier. Und dann war's das. So, dann segeln wir mal zurück. Ich habe jetzt auch endlich ein bisschen mehr Licht, ne? Aber die Paranoia wächst. Oh, nicht gut. Ich werde beobachtet von 1000 Augen. Aber das neue Licht ist echt gut. Aquarius, Dankeschön. Ja,
So, also der Chat ist sich einig. Die Facecam ist super wichtig. Du brauchst ein größeres Schiff. Das ist nicht so easy, ein größeres Schiff zu bekommen, mein Freund. Das ist nicht so easy. Ja, größeres Schiff ist halt auch ganz schön materialabhängig. So, wir wollen jetzt mal hier lang. Wir segeln hinaus in die Welt. Schwarzfelsinsel, staubiger Sternbecken, Stahlspitze. Oh, da müssen wir auch noch hin. Wir gehen jetzt erstmal zur Stahlspitze, wegen der Architektin. Ne? Das war eine Architektin, da müssen wir jetzt erstmal hin. Ja, wir brauchen halt mehr Holz und so ein Kram. Hier drüben ist irgendwas. Ist das Holz? Eisen, ja, brauchen wir auch. Im Moment wird wieder alles benötigt. Wir müssen im Grunde alles rauskuddern, was das Meer zu bieten hat. Bams. Was? Ob ich mich auf ein besonderes Spiel freue, was demnächst auf Steam erscheint? Ja, also jetzt wirklich so richtig einen Plan habe ich nicht. Ich zock einfach das, was es gibt. Ich zock einfach immer nur das, was es gibt. Jetzt gerade gefällt mir dieses Spiel hier sehr gut. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Ich kann immer nur das zocken, was es eben gerade gibt. So, die Architektin. Hat sie sich niedergelassen hier in Stahlspitz. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm du es doch bitte. Sie gibt dir ein Buch. Der Einband ist staubig, sonst ist es in gutem Zustand. Wenn du je hier andocken oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Na, ich habe gedacht, die gibt mir ein bisschen mehr als nur ein altes staubiges Drecksbuch. Gut, ich kann schon mal das hier zwischenlagern. Kajüte. Ja, sie hat mir halt wieder so Enzyklopädiekram gegeben. Da fährt man halt, wo die Fische sind, ne? Da sind so Fanggebiete drin und alles drumherum. Na, komm, hier ist wieder Holz. Demütig nimmt der alte Fischer das Holz an. Denn er braucht das Holz. Au. Um endlich sein Boot zu erweitern. Oh, zwei Holz. Ist ja purer Luxus beinahe schon. So, schon wieder leer. Stoff, klar, nehme ich auch. Wir müssen halt noch die ganzen Schätze suchen. Das ist eigentlich so mein Plan heute. Ein bisschen das Schiff ausbauen. Schätze suchen. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Und es ist schon wieder super dark. Aber mal hier drüben ist noch was zu angeln. Das angeln wir uns noch schnell. Metall. Als Hermit. Ah. Als Hermit. Naja, das nächste große Spiel, was wahrscheinlich absolut... Oh, geil. Absolut jeder sehen möchte. Ausnahmslos wird höchstwahrscheinlich Dead Island 2 sein. Ich darf darüber noch nichts sagen, wann es losgeht. Ich darf da nichts kommentieren. Aber ich stehe in Verbindung mit den Entwicklern von Dead Island. Nur die Frage ist halt, darf man Dead Island ohne Schwierigkeiten auf YouTube hochladen oder muss man mit enormen tödlichen Schwierigkeiten rechnen, weil das Spiel eben eine geile Gewaltorgie ist? Das ist die große Frage. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Aber was ist das denn? Oh, das Ding ist super schnell. Wow. Alter, der Tornado aus der Hölle. Ich will den hier irgendwie haben. Ich will den Zwillingsantrieb. Ich will den unbedingt. Alter, das Ding kann alles. Nice. Ja, und dann kommt Star Wars. Natürlich. Natürlich kommt auch Star Wars.
Es kommt viel. Es kommt viel. Aber doch irgendwie nicht so viel, ne? Das ist jetzt nochmal eine ganz nette Welle, aber dann ist ja schon wieder alles verschoben worden. Ich meine, Assassin's Creed hat ja auch erstmal gar keinen Release-Termin. Ich war da zwar nicht so wahnsinnig heiß drauf, aber ich werde fürs Zocken bezahlt, deswegen ich zock alles. Was ansatzweise interessant ist für mich. Über jedes Spiel, das erscheint, bin ich dankbar, weil ich bin abhängig von den Spielen. Und dementsprechend, why not? Ja, ich mache ja keinen Verlust. Ich bin gerettet! Gerettet! Oh, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen, junger Mann! Ich wurde hier an Land gespült. Das muss jetzt ungefähr 2 Wochen her sein. Wir fuhren über raue See und als es seitlich eine Welle traf, ging ich über Bord. Ich dachte, dass meine Mannschaft nach mir suchen würde, aber deins ist das erste Schiff, das ich hier sehe. Haben die Jungs dich geschickt, um nach mir zu sehen? Oh, ich sag dir die Wahrheit, nein. Oh, ich bin sicher, sie suchen mich da draußen. Könntest du mich nach Kleinmark bringen, Fremder? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn sie das nächste Mal anlegen. Ja, klar. Wäre geil, wenn der jetzt irgendwie für mich arbeiten würde, der Dude. Der Schiffsbrüchige klettert an Bord. Silver Stripe, dankeschön. Erst 4 Monate. Naja, du hast ja noch ganz viel Zeit, hier zum Superstar zu werden. Ich mache überhaupt keine Prognosen zu Spielen, die total unsicher sind. Sowas wie wirst du Ark 2 spielen, dazu sage ich gar nichts. Weil sonst ist wieder nur wann Ark? Ja, kommt ja noch gar nicht raus. Ich meine, ich krieg super viele Nachrichten mit. Wann spielst du Dead Island 2? Wann? Andere spielen es ja schon so ewig lang. Deswegen, ich sag da einfach gar nichts mehr zu. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Spiele kommen, wenn sie kommen. Wenn sie ganz, ganz nah sind und ich schon garantieren kann, dass sie erscheinen werden. Wenn ich sagen kann, okay, dieses Spiel wird 100% erscheinen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Dann kommuniziere ich das, aber sonst sage ich gar nichts. Baka, dankeschön. Und Green. Der alte Green. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr hier gesehen. Wahrscheinlich auch nur im Lurk. Wie alle hier. Ein wenig Schmuck. Und einen alten Teller habe ich gefunden. Okay. Einen alten Teller, du. Ja, Fisch nehmen wir jetzt mal nicht mit. Der würde uns vergammeln. Weil wir suchen ja hier Materialien. Wir sind ja auf der großen Suche nach Materials. Nee, Arbeit und Sport lassen kaum noch Freizeit. Das ist unglaublich schade, Green. Okay, es wird dunkel. Gehen wir nach Hause, ne? Mit dem Mann an Bord will ich auch keinen Unfall bauen. Ich will nicht haben, dass der stirbt. Das wäre sehr, sehr unschön, wenn der Kunde sterben würde, weil ich mal wieder zu gierig bin. So, junger Mann. Wir nächtigen hier. Redfall, ja, wird auf jeden Fall untergehen, 100%, ja. Okay, die hat sonst nichts mehr. Redfall wird auf jeden Fall untergehen. Für Ark 2 kommt Quantum extra aus dem Ruhestand. Nee, glaube ich nicht. Das ist wie mit Kreis. Hakt die einfach ab, die beiden. Ich habe mit Kreis die Tage auch geschrieben. Er hat nicht einmal gesagt, hast du Bock aufzunehmen oder sonst irgendwas. Ich glaube, er hat sogar Urlaub. Er hat irgendwas gemeint von, ich habe die Woche Urlaub, weil meine Tochter ist auch nicht da. Und jetzt hat der Mann frei und er hat nicht einmal gefragt, ey, willst du was aufnehmen oder willst du eine Runde zocken? Irgendwas, nichts. Deswegen mach da einen Haken dran. Einige haben mir gesagt, ich würde Kreis auch den schwarzen Peter irgendwie zuschieben und die Verantwortung auf ihn abladern. Aber ich frage da auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es gesagt, ich fühle mich da auch nicht wohl, ihn zu fragen. Ich fühle mich nicht willkommen. Der süße Gestank der Zivilisation. Ich dachte nicht, dass ich das mal vermissen würde. Er wendet sich zu dir zu. Für jemanden, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ich habe nicht viel bei mir, wie du dir vorstellen kannst. Und dieses Ding,
ist für mich nicht mehr viel wert, aber vielleicht ja für dich. Er zieht einen Siegelring von seinem Finger der linken Hand und gibt ihn dir. Nice, dankeschön. Ich glaube, den behalte ich mal, den Ring. Aber das Ding kann weg. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der könnte noch was bedeuten vielleicht. Vielleicht finden wir seine Crew. Dann können wir den Siegelring denen zeigen. Wir sehen dann, aha. Du bist es also, der den alten Johnny gerettet hat. Ja, Skjord, die Leute verstehen es nicht, die Sache mit Kreis. Ich werde es wahrscheinlich noch 200 Mal predigen müssen. Aber wie gesagt, was soll ich denn machen? Dann gibt's halt nur noch mich. Reiche ich denn nicht? Bin ich denn nicht gut genug? Ich gebe euch immerhin alles. Meine Seele. Ich gebe euch meine Seele und mehr. So, nochmal hier schön Schrott geholt. Schrott und Holz. Achtung. Hier gibt es nur Fisch. Gut, gehen wir mal in die Richtung. Waren wir hier schon? Nee, waren wir noch nicht. Wo wollen wir hin? Schwarzfelsinsel. War da irgendwas Relevantes? Es wird hier schon... Wie schnell wird es hier dunkel, Freunde? Wie schnell wird es hier dunkel? Okay, wir müssen nochmal anlegen. Pfälzer, ja, bestimmt. Aber im Moment haben wir halt auch ein bisschen wenig Zeit, wie gesagt. Er hat mich jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich abends mit ihm streame. Aber ich habe keine Zeit gehabt. So, nein, 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 nein. Wir wollen ins Trockendock, du. Joa, das hätten wir dann auch direkt durch. Man muss halt immer alles ausbauen, um halt wirklich am Ende richtig weiterzukommen. Das ist halt die Sache der Sache. So, und jetzt das hier. Okay, wir brauchen Stoff und super viel Holz. Wie immer das liebe, liebe Holz. Noch habe ich ja keinen Geburtstag. Leute, alles gut. Der Geburtstag ist offiziell erst am Sonntag. Ich finde ja eh, man sollte nicht vorfeiern. Eigentlich müsste ich hier noch mehr Körbe hin. Batschen. Weil eigentlich lohnt es sich. Ja, dass ich am Sonntag streame, ist sehr unwahrscheinlich. Na guck mal, das gibt jetzt so 90. Ja, stell mal vor, dass da noch mehr rumliegen und sammelst die alle ein. Klar, die Reparatur kostet auch nochmal 30, aber ich könnte die auch verbessern. Dazu kam ich noch nicht. Wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich am Sonntag die Woche streame. So, wir wollen jetzt in den südöstlichen Bereich. Da muss es einen Teil geben von dem Schatz, den wir suchen. Und da gehen wir jetzt ohne irgendwelche Ablenkung, außer Schrott wie Holz und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Trotzdem gehen wir da jetzt hin. Klar, jedes Jahr ist was Besonderes. Geburtstag ist immer was Besonderes. Immer. Der wird nie nicht besonders. Der Geburtstag erinnert uns daran, dass wir alle vergänglich sind und dass wir alle unser Leben genießen sollten, denn wir haben nur eins und wenn das durch ist, dann ist durch. Also genießt euer Leben und denkt mit jedem Geburtstag daran, dass ihr eurer Zeit hier auf Erden wieder ein kleines Stückchen
entronnen seid oder wie man auch immer es formulieren möchte. Ihr werdet älter. Punkt. Oh, 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 was könnte da wohl drin sein? Kajüte. Lass mich hier wieder alles durchsuchen. Nix. Aber hier ist dann was drin, oder? Auch nix. Okay, ist im Frachtraum wenigstens was drin. Eine Angel, die mir gar nichts bringt und ein Motor, der mir eigentlich auch nichts bringt. Ein Jahr näher am Tod, ja. Traurigerweise, aber ja, so ist es eben. So ist es eben nun mal. Ein Jahr näher am Tod. So, in den Gewässern waren wir auch nicht so wirklich unterwegs. Oh, was haben wir hier? Das sieht nach einem Schatz aus. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Schatz, den wir uns holen. Gold. Nicht sonderlich viel wert, aber wir nehmen es mit. Okay, was ist das hier für eine Region? Sturmklippen? Aber das ist ja nicht die Sturmklippe. Es gehört auf jeden Fall zur Region anscheinend dazu. Kann man hier irgendwo... irgendwo anlegen? Alter, für die Ohrringe habe ich aber ganz schön gesweatet. Toll. Das ist nicht gut, Freunde. Was ist das denn hier? Der alte Seher? Du näherst dich einer Gestalt mit Kapuze. Sie ist fast völlig von einem schmutzigen, goldfarbenen Gewand verhüllt. Nur die welken, geschwärzten Hände sind zu sehen. Ach ja. Fischersmann, tiefe Rufe antwortet. Ihre Stimme klingt, als hätte sie Wasser in der Lunge. Eine Antwort. Die Gestalt mit Kapuze hält eine Schriftrolle hoch. Sie tippt auf ein Bild. Es sieht aus wie ein roter Schnapper. Ich habe keinen dabei, Bro. Der Kollege will einen roten Schnapper. Habe ich nicht. Besitze ich leider nicht. Oh nein, es ist so dark. Kann ich hier irgendwo ein bisschen angeln und Zeit totschlagen? Kann ich irgendwo einen roten Schnapper angeln? Oh, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Gibt's hier rote Schnapper? Das könnte einer sein sogar. Bist du ein roter? Nee. Du bist kein roter, mein Freund. So, das war's. Und es ist erst 1 Uhr. Da drüben ist noch eine Insel. Ob es da irgendwas Spannendes gibt? Ich hoffe halt, es wird bald wieder hell. Jan Götze, Dankeschön für 9 Monate Treuebonus. Großes Dankeschön. Supra Twitches, Dankeschön für deinen Sub. Oh, was entsteht da drüben schon wieder für eine irre Finsternis? Alter, hier kriegst du richtig Schiss. Da, was ist das? Ich gehe da ran. Was ist das hier? Ein Lager, ein altes. Neben dem Dock liegt ein verlassener Lagerplatz. Jemand hat dort seltsame Symbole in den Sand gekratzt. Was möchtest du tun? Ein sehr raues und ausgeblichenes Stück Stoff, zusammengesackt über einen hölzernen Stützen. Daran ist nichts Bemerkenswertes. Was möchtest du tun?
Die Symbole ziehen sich gewunden über den Boden des ganzen Zeltplatzes. Manche scheinen sich zu Wörtern zu gruppieren. Hawkeye, Dankeschön. Und jedes Symbol finden sich frische Fußabdrücke. Das letzte Symbol scheint unvollendet. Auf dem Sand blitzt ein metallischer Glitzer. Ah, was habe ich hier? Ein Ring. Saphirring. Ja, toll. Mehr nicht. Du nimmst das Objekt auf. Um jedes Symbol befindet sich frische Fußabdrücke. Bla bla bla. Na gut. Wer immer diese Fußabdrücke hinterlassen hat, die Person war barfuß. Die Abdrücke sind groß und breit, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Mann handelte. Allerdings verstehst du nicht viel von Fußabdrücken. Ja. Das war's. Ich habe einen kleinen Ring bekommen. Okay, ich muss nächtigen. Was habe ich für eine andere Wahl? Wie lässt sich das Game zocken? Gut. Ist ein sehr gutes Spiel, das sehr viel Spaß macht. Okay, noch sind die frisch. Ein Atz. Dankeschön. Was gibt's hier für Fisch? Ist das der rote Barsch? Ja! Der rote Schnapper. Oh, sogar so ein Mutantenwiderling. Als her damit. Aber wenn wir Geld verdienen wollen, dann müssen wir jetzt ganz kurz zum Händler. Da müssen wir so oder so hin. Der ist this way. Oder komme ich da nochmal? Nee, wir geben den erst ab. Ziehen das durch. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel auch für Konsole rausgekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, ja. Was ist das denn? Ist das ein Upgrade? Yes, Alter, geil. Gerade läuft es doch ganz gut für uns. Also ich kann euch sagen, das Spiel macht absolut süchtig. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich kann es nur weiterempfehlen. Eine Antwort. Bitte. Sie reißt dem Fisch den Hals auf und greift sich das Herz. Es verschwindet in ihrem Mund, bevor du begreifst, was du da siehst. Noch eins. Ein Opfer. Sie weist auf ein weiteres Bild auf einem Blablabla. Was ist das hier? Ein Piranha? Fangzahn. Alright. Nö. Oh mein Gott. Und direkt Schaden wieder davon getragen. Ey, das ist immer so ätzend beim Wendemanöver. So, haben wir den richtigen Kurs? Ja. Oh no, wir kommen wieder direkt in die Dunkelheit. Wir landen direkt in der hässlichen Finsternis. Kleiner Angelzwischenstopp wäre nicht empfehlenswert. Okay, noch habe ich keine Paranoia. Alter, was entsteht da hinten schon wieder für ein komischer Zirkel? Tödlicher Wind bläst. Wie geht's dem Fisch? Verdorben? Oh, nee. Das ist kacke. Wie schnell der Fisch aber auch gammelt. Ey! Ich werde demnächst sehr viel Geld brauchen, deswegen. Nimm mit, Boy. Achtung, hier drüben ist wieder irgendein.
irgendeinen Stein entstanden. Psst, hey! So. Das gibt noch ein bisschen Geld. Ganz pleite gehen wir nicht raus. Hawkeye, Dankeschön für die 100 Bits. Ja, das geht den meisten so. So, dann gehen wir mal ins Schwimmdock. Haben wir irgendwas? Ne, wir haben ja gar keine Materialien gesammelt. Dreck. Dreck! So, reparieren wir das hier. Dankeschön. Schlafen wir eine Runde. Und Abflug. Abflug, Baby. Ich glaube, das ist keine gute Sache, so eine Windhose. Ich glaube, die macht durchaus Probleme. Sollten wir lieber nicht reinschwimmen. Als hier mit dem Geld. Komm schon, gib mir mal wieder einen Mutant. Wo ist denn hier mein Angelglück? Wo ist das Angelglück? Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu. Oh, sei gegrüßt. Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Was ist dein Begehr? Ei, ich habe hier lange ausgehalten. Um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht. Ich war hier so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben. Bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich alleine und abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen. So einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfell gelebt. Damals war er Walfänger. Es lief nicht gut. Wir haben uns oft gestritten. Vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen. Und jetzt, nach all der Zeit, kann ich ohne es nicht zurückkommen. Das ist ja das Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Bauch gezerrt. Und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos, ich weiß, aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß, aus Walfischknochen, es würde mir enorm viel bedeuten. Danke, aber sei bitte vorsichtig. Okay. Ja, die Kreatur haben wir schon gesehen, aber wie zum Geier soll ich die Kreatur bezwingen? Wie zum Geier soll ich die bezwingen? Ja, toll. Wie soll ich... Ich habe eine riesige Kreatur schon gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie man die bezwingen soll. Ich weiß es nicht. Ups. Ich weiß es ganz einfach nicht. Was, ein Fisch? Was denn los hier in der Gegend? Was denn los? So, hier meine Beute. Nur für dich. Warte mal. Nee. Werft. Oh. Davon brauche ich zwei Stück, ne? Eins kann ich mir hier holen. Aber wo bekomme ich das andere her?
Wo bekomme ich das andere her? Ja, die Kreatur war irgendwo hier, zwischen der Insel. Irgendwo hier zwischen der Insel war die Kreatur. Oh, ist das da drüben Holz? Warte mal, ist das der Piranha? Yes, oder? Nee, ist er nicht. Der sah anders aus. Nee, den kann ich noch gar nicht angeln. Der war ja auch so ein Spezialvieh. Oh, ein goldener. Ah, Mann, wie soll man den denn kriegen? Der ist viel zu langsam. Das ist kein Holz, das ist Schrott. Kann ich aber auch brauchen. Ein Schrott. Warum sind die Materialien so ultra selten? Stoffe. Gib mir le Stoff. Gib mir. Also heute ist mein Angelausflug bis jetzt nicht übermäßig erfolgreich, muss ich sagen. Ich muss gestehen, es könnte besser gehen. Bis jetzt hält sich alles sehr stark in Grenzen. Ich kann Materialien, soweit ich weiß, also ich habe noch niemanden gefunden, wo ich Materialien kaufen kann. Vielleicht gibt es irgendwo jemand. Aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden. Wäre natürlich praktisch, wenn das ginge. Weil Geld habe ich eigentlich ganz gut. So, kannst du auch wieder haben. Hier, Fischis. Wir kommen der Sache aber auch schon mal ein bisschen näher. Psst, hey! Alter! Deine Streams sind einfach Hammer. Dankeschön für 10 Euro und für diese Balsam-Worte. Boah, nö. Dankeschön für deine Unterstützung. So, hier war ich noch nie. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Mein Lager. Das, wie? Das war's. Das ist voll die Stadt und es gibt im Grunde gar nichts. Ah doch, Moment. Hier gibt's was. Einwohnerin. Unfall. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meeraal als besondere Delikatesse. Du würdest ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen. Aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meeraal in der Erde, um ihn reifen zu lassen. Aber unser Hund buddelt ihn dann aus und fressen ihn. Ich kann das Thema nicht ansprechen. Dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also reifen Meeraal beschaffen? Yo. Danke. Du wirst großzügig entlohnt. Noch etwas? Wo kann ich ihn fangen? Oh, und es ist nicht einfach, Meeraal zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gerne in den Felsspalten der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen die Klippen wagen, um welchen zu finden. Oh, und ich habe es schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt. Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Viel Glück, du Idiot. Okay. Ganz schön unhöflich. Gibt's hier einen besonderen Fisch? Gibt's hier einen Mutant? Ich brauche einen Mutant. Alter, der ist ja richtig. Richtig ekelhaft. Richtig hässlich, der Fisch. Endlich mal wieder einen schönen hässlichen Mutanten. So lobe ich mir das. Immer schön her mit den hässlichen Mutanten.
So, das war's. Lass mal ganz kurz in die Kajüte. Missionen. Okay, in den Sturmklippen. Die Musiktruhe. Das hier sind die Sturmklippen. Also muss ich irgendwo weiter rein. Aber ich würde sagen, wir verkaufen lieber noch den Fisch. Oh, warum kommt da jetzt wieder so ein Wirbelsturm? Noch ein bisschen Fisch mitnehmen. Schönen großen einen. Wow. Bams. Das war's auch schon wieder. Ich fisch hier alles zu aggressiv leer, glaube ich. Ich fische hier alles zu aggressiv leer. Oh, hat aber auch wieder Geld gegeben. Obwohl, ich kann eigentlich schon wieder pennen, ne? Komm, pennen wir. Pennen wir eine Runde. Und wagen uns jetzt zwischen die Klippen. Aber da ist halt auch ein Monster. Und ich habe noch keine Ahnung, wie man das Monster besiegen soll. Ob es später irgendwelche Waffen gibt. Weil anders wäre es ja fast gar nicht möglich, ne? Wir waren ja schon mal dazwischen. Haben ein bisschen rumgeangelt. Und dann plötzlich kam eine riesige Bestie auf mich zu. Und hat mich fertig gemacht. Irgendwas blubbert hier auch schon wieder. Diese ganzen Geräusche machen schon ein bisschen paranoid. Als hier mit dem Stoff. Oh mein Gott, ich höre doch ein Monster, oder? Oh mein Gott. Ah, da ist ein negativer Lauf drin. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Haufen loser Trümmer. In der Lücke zwischen den Felsen sieht man etwas, was aussieht wie eine, wie große weiße Zähne. Ja, und jetzt? Muss man das irgendwie sprengen? Wegbomben? Sack voll Münzen. So, warte mal. Also muss ich da irgendwie außen rum. Wir müssen nachts noch den Aal fangen. Der muss ein bisschen salzig sein und verdorben. Oder komme ich da überhaupt? Ja doch, von der anderen Seite komme ich ran, ne? Denke ich mal. Sieht schwierig aus, aber ich denke, es ist möglich. Ich habe nur Angst, dass ich gefressen werde. Und auch wenn ich jetzt im Moment gerade nicht wirklich wahnsinnig geilen Loot am Start habe, wäre es trotzdem unschön. Ich kann meinen Stoff ganz gut gebrauchen. Der Mann braucht seinen Stoff. Aber da ich ein mutiger Teufelskerl bin, wage ich mich in die tödlichsten... Geil. Was? Meine Angelrute ist defekt. Oh. Ihr hört das Monster auch, oder? Chat. Jetzt kann ich den Aal, glaube ich, knicken, du. Oh oh. Oh, please no. Please no. Please no. Oh nein! Aber ich kann ihn vielleicht trotzdem rausholen, weil... Ne?
Uff, der ist so ganz schön groß. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch raus. Einer geht noch. Einer geht noch raus. Was ist das da vorne? Was ist das? Uiuiuiui. Oh, das Familienwappen. Man muss leider ein bisschen Schrott dran glauben. Aber wir haben es gefunden. Das Family-Wappen. Ja, aber Moment. Wir suchen doch hier auch noch ein Artefakt. Oh, hier ist noch voll viel Zeug, ne? Holz, jede Menge Schiffe. Okay, da müssen wir gleich nochmal hin. Aber jetzt muss ich erstmal abliefern gehen. Warte mal. Oh, was ist das jetzt schon wieder? Nö. Alles will mich töten hier. So, ich dogge erstmal hier an. Du siehst in der Mitte eines Lagerplatzes, die Glut des Lagerfeuers ist eiskalt. Nee, erkaltet. Doch die Asche wird noch vom Wind verweht. Auf den verkohlten Scheiten des Lagerfeuers liegt ein großer, flacher Stein. Aus der Asche starken eine Handvoll kleine Fischgräten. Tritt in die Asche. Du trittst in die Asche. Oh, ein Upgrade. So, das hat sich schon gelohnt. Fußspuren. Nix. Zelt ist auch nix. Aber wir können ganz kurz hier ins Lager will ich. Obwohl, jetzt könnte ich mir den Motor holen. Diesen geilen, sexy Motor, den ich haben will. Hot. Lager. Ach nee, hier gibt's gar kein Lager. Ich dachte, ich könnte hier ganz kurz lagern. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ey, das Schiff darf jetzt auf keinen Fall bersten. Da muss ich unbedingt nochmal hin an die Stelle. Boah, Windhose voraus! Man kann auch solche Quest-Items, wie jetzt zum Beispiel dieses Familienwappen, das kann man auch verlieren. Und dann ist das weg, ne? Dann ist es wirklich weg. Ich weiß nicht, ob man es dann nochmal finden kann, aber es ist dann einfach weg. So, Vorsicht. Elegant hier durch. Und elegant hier drüben hin. Elegant hier ran. So. Hallo, was kann ich für dich tun? Du hast es gefunden? Das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut. Und dass ich gerne nach Hause kommen würde. Gott, das ist ja richtig Arbeit hier mit den beiden. So, der ist immer noch frisch, aber der muss gammeln. Er muss reifen, der Aal. Er muss reifen. Shorty! Dankeschön für deinen Sub. Der Aal muss reifen. Ganz wichtig. Oh mein Gott, da ist das Monster. Da war eben gerade... Da ist das Monster! Ich bin der Einzige, der es gesehen hat wahrscheinlich, ne?
So. Was willst du? Oh, perfekt. Der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. Ja, mach mal. 150. Gute Fahrt. Was willst du? Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit... Also hat er tatsächlich es mitgenommen. Ich wusste es. Ich weiß nicht, ob... Ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um dort aufzuräumen. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, um so eine Abkürzung zu schaffen, mit Sprengstoff. Ich konnte eine Sprengladung platzieren, aber die Klippen erschienen mir besonders instabil zu sein, also wagte ich es nicht, sie zu zünden. Alter Mr. Bubbles, auf Jack, einen Schokohasen. Dankeschön. Grüße werden ausgerichtet. Dankeschön, Mr. Bubbles. Du musst nur hinfahren und sie zünden. Es ist nicht weit. Ich habe dort ein paar gelbe Fahnen angebracht. Man kann es nicht verfehlen, Junge. Ja, gut. Das weiß ich sogar, wo es ist. Welches Monster? Alter, seid ihr blind? Es ist da durchgeschwommen. Ein riesiges, komisches Monster. Wie könnt ihr das nicht sehen? Das ist hier durchgeschwommen. Es war voll der Oschi. Oh, no, 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 no. Boah, das Monster! Jetzt habt ihr es aber auch gesehen. Du zündest die Lunte. Kabooms! Ihr habt's gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab auch nichts gesehen. Ach, Chat, seid ihr blind? Seid ihr blind? Das hat mich gebissen. Das Vieh hat mich gebissen. Deutlicher geht's doch gar nicht mehr. Kann man in den Wasserfall hinein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab Angst. Oh, ich muss meine Angel immer noch reparieren. Na, komm. Alter Mann beim Schwimmen, mehr nicht. Also ist das Boot ganz von alleine beschädigt worden. Das ist halt einfach so passiert. Solche Dinge passieren, dass das Boot plötzlich aus dem Nichts Schaden nimmt. Das sieht mir auch ständig, ihr habt recht. Anscheinend bin ich einfach nur geisteskrank oder sowas. Einfach nur ein alter Spinner. Die Legenden vom Riesenmonster habe ich wahrscheinlich alle mir nur eingebildet. Meine Spinnereien. So. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit, Junge. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. Okay, und eine Belohnung oder sowas gibt's nicht. Nice. Das ist voll gentle. So, hier, den Gammelfisch kannst du haben. Oh, der ist vergammelt. Okay. Gut, dann gibt's keinen Gammelfisch für dich. Ja, ich weiß. Reparier meinen Scheiß. Ja, sie hat wieder so eins vorrätig. Nice. So, wie sieht's denn hier aus? Jetzt brauche ich aber immer noch Holz. Wir haben kein Holz.
Wir haben jede Menge Metallschrott, aber wir haben kein Holz. Dann holen wir mal den Rentner ab und ich hoffe, der Rentner wirft mir ein bisschen Holz entgegen. Das wäre sehr nett von ihm. Ein bisschen Holz einfach in meine alte Mühle reinbatschen. Mutantenfisch! Magischen Stinkefisch habe ich bekommen. So, alter Mann. Ah. Hallo, was kann ich für dich tun? Er hat zugestimmt. Da fällt mir ein riesiger Stein von der Brust, der schon lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut, ich habe gepackt und bin abreisefertig. Also wenn er schon gepackt hat und abreisefertig ist, dann war er ja sehr optimistisch. Hat er eigentlich schon gesagt, ey, der Kies, der schaukelt das Ding. Der Kies, der schaukelt das für mich. Muss mir gar keine Gedanken machen. Wenn das einer hinbekommt, dann der Kuppelkönig Kies, so nannte man ihn. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid, ich war so dumm. Das waren wir beide. Komm mal rein, lass mich deine Tasche nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Und, Fremder, solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssen? Ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfangstation. Hier, die geht aufs Haus für deine Hilfe. Ja, nice. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer es nötig ist. Vielleicht kann ich damit... Ich kann nicht auch damit den Fisch wegbomben. Vielleicht kann ich auch damit den Fisch wegbomben. So, jetzt muss ich erstmal den hier verkaufen, bevor er vergammelt. Lexo! Dankeschön, Lexo. Du guter du grundguter du. Wolltest du nicht deinen Motor aufrüsten? Ja, ich brauche aber, glaube ich, erstmal mehr Platz. Oder passt der rein? Ja, hier habe ich nix. Hm. 31 Cashews, auch nicht die Welt. Ah. Na doch, der würde gehen. Alright. Bitteschön. Ihr Wechselgeld. So, wir sind schneller unterwegs. Neuer Motor. Mehr Fun. Ich mache jetzt nochmal ein Nickerchen und dann gehen wir da hinten Holz holen und holen wir uns das nächste Upgrade. Dann holen wir uns das nächste Upgrade. Okay, ich... Oh, ich bin deutlich schneller, ne? Ja, ich bin deutlich schneller. Was ist hier? Das muss man doch auch irgendwie sprengen können. Ja. Kabams! Und was habe ich bekommen? A bisschen Schmuck. Oh, yes, Freunde der gepflegten Angelunterhaltung. Wir haben die Musikschatulle gefunden, wenn wir sie rauskriegen.
Yes. Come on. Mein Lager. Ich hab die Schatul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 a. Die Schatul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 a. Und jetzt hole ich mir ein wenig Holz. Und dann werde ich super krass. Denn mit Holz und der Schatulululululula. Komm schon, gib mir mal richtig dick Holz. Ich hätte gerne mal wirklich so 4-5 Holz. Dankeschön für den Sub. 6 Monate. Oh, bist du nicht schon viel, viel länger dabei? Oder habe ich schon wieder irgendwie Hallos? Ist es mein verwirrter Geist oder ist da was schiefgelaufen? Geil, Mann. Edel. Äußerst edel. Ah, wieder ganz knapp. Achtung, Wendemanöver Omega eingeleitet. Ich kann jetzt hier nur runterfahren, wieder alles lagern und... Oh, hier ist auch nochmal Schrott. Jetzt kommt aber der Schrott. Jetzt wird's schrottlastig. Es gibt immer nur 3 Holz. Nee, es ist unterschiedlich. Aber ja, 3 Holz ist schon ganz gut. Aber ich dachte halt mal... mehr Holz direkt so nebeneinander. Ich finde, Holz ist halt super selten aus irgendeinem Grund. Aber 3 reicht ja erstmal. Und 800. Oh, lecko mio. Und dann will ich das hier haben. What? So. Es müsste hier einfach mal so eine automatische Sortierfunktion geben. Gibt's aber nicht. Das wäre ein tolles Update. Und schon wieder brauche ich tonnenweise Holz. So. Aber wir haben uns ein schönes Schmacko-Fazzo-Update geholt wieder. Der Köder wird immer besser. Ist nur die Frage, wie kann ich dieses riesige Killermonster da hinten bezwingen? Wir holen jetzt nochmal Materialien und dann gehen wir zurück und geben die Uhr ab. Jetzt habe ich aus Versehen das Upgrade-Ding nicht ins Lager verfrachtet. Naja, egal. Alter, ich habe noch ein Upgrade-Ding. Oh, ist es breiter geworden hier auf der Seite? Mal schön Eisenschrott rausbuddern. So. Mal wieder die falschen Drogen habe ich genommen. Ah, es passiert mir gelegentlich. Wenn ich einfach den falschen Dreck einwerfe. Achtung, hier ist nochmal ein kleiner Wirbel.
Und ich höre schon wieder dieses Monster. Boah, ich werde das sowas von besiegen, wenn es geht. Ich werde das sowas von zerbomben. Schön hier Riesenmonster bomben. Die Legende vom Riesenmonster. Einst gesungen. Auf den Schulhöfen der Nation. Und schon ist es wieder spät. So, machen wir Forschung. Nee. Ah, kann ich gar nicht. Okay. Gut, dann pennen wir eine Runde. Moment mal, wir haben Schulen. Klar, es gibt überall Schulen. Auch die Walfangkinder müssen was lernen, oder? Kein Profifischer wird ja einfach so geboren. Das ist hartes, jahrhundertelanges Training. Nur die Besten können das, was ich hier gerade mache. Die Besten der Besten der Besten können ansatzweise so gut das, was ich hier gerade mache. Das ist die alte Regel. Und die Besten der besten Walwürger. Mein Daddy hat schon Wale gewürgt und dessen Daddy. Wir sind eine lange, ehrvolle Tradition von walwürgenden Männern. What? So, was haben wir hier? Ist das Holz oder ist das auch wieder... Oh, das ist... Schrott. Aber ich bin schon relativ voll. Jetzt wird's... Ja, nee. Ich bin schon wieder voll. Oh, warte mal. Oh nein. Ist das Monster hinter mir? Gibt's angeblich einen Spezialfisch. Der da. Oh no! Nein! Nein! Und auch noch Holz, du Sack, du Ekelhafter, du... Ich hasse dich. Ich habe so abgrundtiefen Hass gegen dieses Drecksvieh. Hättest du mir nicht Eisenschrott nehmen können? Aber nein, der muss mir noch meine Latte klauen. Muss mir natürlich voll in die Latte beißen. Boah, jetzt... Ich will dieses Monster tot sehen. Ich freue mich schon so sehr, wenn ich dich zerbomben kann. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich kann dir voll in dein hässliches Monstergesicht bomben. Du Dreckschwein, du Dreckiges. Oh mein Gott, der ist schon wieder hinter mir, oder? Ich höre ihn doch. Schwein, Alter. Jo, bitte. Oh, Mann. Ausgerechnet mein... Oh, mein Holz. Mein verdammtes Holz. Ich krieg so einen Anfall gerade. Man sieht, wie kacke selten einfach Holz ist. Muss man so ein Netz auch rantaggern. Sammelt man mit so einem Netz zufällig Treibgut? Wenn ja, wär's geil.
Sind aber auch wieder Platz, ne? Ah. Wo kommt denn das hin? Habe ich es jetzt schon gekauft? Oh. Dann werde ich das hier erstmal umbauen und zwischenlagern. Ja, ich brauche die Erweiterung. Wie funktioniert denn das Netz? Muss ich mal testen. So, was angelt das Ding denn alles? Vulkanisch und Küstennähe. Küstennähe und Flachwasser. So, und jetzt? Das ist einfach hier drin und jetzt sammelt er alles ein, oder was? Bin ich mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, was ich da am Ende alles so in meinem Sack drin habe. So, wir werden jetzt aber die Ecke hier verlassen und geben mal ab. Ja, vulkanisch ist zwar hier nicht. Ozeanisch, toll. So, wir müssen jetzt erstmal abgeben. Ich hoffe, dass ich irgendwo noch Holz unterwegs finde, aber mein Gefühl sagt mir nein. Aber wie viel schneller wir jetzt sind, ne? Das merkst du richtig. Dass wir einfach deutlich, deutlich schneller sind. Boah, hier ist Schwertfisch, aber ich habe gerade nicht die Angel dabei für Schwertfisch. Noch ein Fisch. Ich brauche doch nur Holz. Alles, was ich will, ist Holz. Werkstatt. So, was willst du? Ah, Moment, ich hab's noch gar nicht dabei. Ich muss erst ins Lager. So, bitteschön. Du bist also zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter ihr ächzen. Der Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Und das hast du in den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. Dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Also, es gibt noch mehr Relikte dort draußen. Mach dich auf die Suche. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Nö. Okay, wir haben eine neue Fähigkeit. Okay, das hier alles hängt im Netz. Da bin ich ja mal gespannt. Ablegen. Okay, wo ist denn das Sternenbecken? Das hier drüben, da waren wir auch noch nie. Da
Das Sternenbecken, wo die schönen Frauen ihre Brüste verstecken. Eine Matschflunder zum Mitnehmen. Dankeschön. Painful Life, was geht, wenn du hier in diesem unchristlichen Stream... Oh ja, Holz. Ich freue mich so über Holz. Holz ist einfach das Schönste auf der Welt. Es gibt nichts Schöneres als Latten. Als schöne, harte Latten. Latten erfreuen meine Seele. Mich gelüstet es nach mehr Latten. Man möge mir mehr Latten geben. Oh nö, was geht jetzt? Oh, was ist das? Ach du Sau! Was war das denn jetzt schon wieder? Was? Ich bin cursed, ne? Ich bin richtig verflucht. Komm schon, Baby, wir müssen hier weg. Ich geh mal zurück zu Großmark. Oder Großmarkt. Ich bin verflucht. Ich bin einfach nur verflucht. Oh no! Gib Gummi! Alter, was ist denn los? Der Fluch! Oh, die Leuchtturmwächterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ich habe dich weit hinausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Das war okay. Diesmal vielleicht. Du musst vorsichtig sein. Selbst jemand mit all deiner Erfahrung kennt das Meer niemals ganz. Das kann niemand. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dock entlang geht. Okay, die Alte ist mal wieder super gruselig. So, bitteschön. Hier habe ich jetzt gar nichts mehr. So schnell kann es voll nach hinten losgehen. Die Alte ist super, super gruselig. Aber ich habe zum Glück noch genügend Holz für dieses Upgrade. Bald auch noch für dieses hier. Und ich habe schon wieder kein Geld. Sieht schlecht aus für den alten Captain Keys. Ich habe einen Lattenfluch. Sobald ich Latten an Bord habe, habe ich immer Probleme. Ich bin Latten-Curse, wie man so schön sagt. Ich habe einen fiesen Latex-Fluch. What? Wo habe ich denn jetzt hier so einen Fauläugigen eingesammelt? Ich habe einen strengen Latex in der Hose.
Boah, es wäre so geil, wenn ich den besten Motor noch kriegen könnte. Hätte ich voll Bock drauf. So, haben wir noch genügend Platz, um auch die noch einzusammeln? Psst, hey. Wir werden sehen. Oh, die ist kaputt. Warte, was war das? Unwetter oder ein Wal? Der bläst. Auch geht ein bisschen was. Dankeschön, Owl, für die 200 Bits. Für die 200 Liebesbits. Mein ganzes Handy-Display klebt. Nun, man kann sowas auch reinigen. Habe ich mal gehört. So, mein Freund. Ah, da habe ich den gefangen. Dachte nämlich schon, wo ist denn der reingehüpft? 250. Oh, das war gar nicht mal so übel. Das war doch gar nicht mal so übel. Eine Forschungsdublone habe ich noch. Ja, der Motor wäre halt echt Fashion. Oh, da brauche ich erst. Ich brauche beide. Ich brauche auch den Luxus-Außen-Border. Oh, das dauert noch lange, bis wir das haben. Weißt du was? Ich verbessere mal die hier. Aber jetzt sind es immer noch kleine Billo-Körbe, ne? Warte, wo kaufe ich die? Bei dem hier wahrscheinlich. 150. Okay, let's go. Man muss investieren, um Geld zu verdienen, heißt es doch immer, ne? Warte. Ich brauche wieder Geld. Ich brauche mehr Holz. Ein Hunger nach Holz muss gestillt werden. Wenn ich oben hingehe, ins Teufelseck, dann haben wir da Glück. Lass mal da hin. Weil da könnte ich noch ein bisschen was mit dem Netz auch cashen. Lass mal da hin. Ich will noch mal eine kleine Tour des Schrott machen, in der Hoffnung, dass ich irgendwo ein bisschen Holz und sowas finde. Aber ich muss noch einen Zwischenstopp machen. Obwohl, bis zum alten Tempel sollte es noch klappen, oder? Der ist ja direkt da hinten. Blub! Und es wird dark. Aber da drüben müssten die vulkanischen Gewässer sein. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Irgendwas ist da hinten. Alter, irgendeine Bestie. Hey, ich will keinen Ärger hier. Boah, es gibt einen Riesenkraken, glaube ich sogar, ne? Ich ruhe mich aus. Alles gut. Ich chill erstmal eine Runde. Was sind das für Geräusche? Oh, 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 ja, was ist. Ach, lohnt sich das? Ja, da können aber auch Upgrades drin sein. Obwohl ich Eisen im Moment halt so gut wie gar nicht... Oh, yes, ein Upgrade rausgefischt, das meine ich. Deswegen hat es sich schon gelohnt. Obwohl ich Eisen im Moment eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich nehme einen Packen mit, das reicht mir.
das ist eine Flaschenpost und eine kleine Insel zum Andocken. Was ist das denn? Was ist das? Ey, die verlangsamen mich. Ey! Alter, ihr Mistviecher! Wow! Habt ihr es gerade gesehen? Da kam ein Riesenfisch. Und er wurde gefressen. Ach, das ist wieder die Händlerin. Okay, die macht doch hier ihren Unsinn. Alter, das Netz lohnt sich. Das Netz lohnt sich dicke. Ich brauche Holz, verdammt. Ich brauche Holz. Ich brauche nur noch Holz. Ein Holz, dann kann ich hier Motorerweiterung holen. Ich brauche nur noch Holz. Okay, wo sind die Statuen? Hier. Aber hier sind irgendwelche Spezialfische, mit denen... glaube ich, kann ich mich im Moment nicht anlegen. Ha. Naja, es sind überall diese komischen Piranhas. Ich glaube, die machen mir im Moment zu sehr das Leben schwer. Ich habe hier mal so einen riesigen Wal gesehen. Vulkanisch. Ist alles vulkanisch in der Gegend. Würde ich sagen, rasten wir hier nochmal eine Runde. Und tuckern dann zurück. Stimmt, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Wahrscheinlich ein Teleport oder sowas. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Hier. Ah, okay. Teleportiert mich dorthin, wo alles begann. Das ist ganz nützlich. Aber verliere ich da auch Zeit und Fisch? Ach, warte, das ist wieder das hier. Ui, das sieht ja geil aus. Das ist ja ein hübscher Fisch. Boah, und direkt hier so ein Mutantenmann. Ein Bartmännchen. Ich habe ein süßes kleines Bartmännchen gefunden. Sweet. Aber ich habe bis jetzt halt. Oh, das ist ein goldener. Nice. Alter, der ist doppelt so groß wie der andere. Ich habe bis jetzt halt kein Holz, ne? Also Holz ist ein Problem. Holz ist echt ein Problem. Ich muss mal den ganzen Schmuck verkloppen. Ui. Ein Sextant. War ich hier was geangelt? Was ist hier schon wieder für ein Monster unterwegs? Ich traue mich gar nicht hier in diese alten Ruinen rein. Wo ist das Monster dann? Und
drüben ist ein magischer Strudel. Oh, da ist ein Riesenmonster. No. No, 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 no. Ich muss weg. Ich setze die Fähigkeit ein. Boom. War das gut? Ach, jetzt bin ich hier. Ja, krass. Ist trotzdem nice. Ist trotzdem sehr, sehr nice. Bam, da holt er Geld. Der Boy. Da holt er Geld. Mein Lager. Gehen wir mal in die Kleinstadt da drüben. Verkaufen mal den ganzen Plunder. Ja, Eisen habe ich unendlich viel. An Eisen wird es nicht mangeln. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Boah, warum? Auf einmal out of nowhere. Oh, oh, ey, 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 das finde ich gar nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ach, das Ding hat noch Cooldown. Ich brauche Geld, deswegen Angel, 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 was geht? Yes! Besonders hübschen geholt. Das Gold ist eine Quest. Wüsste ich nicht wo. Habe ich schon so oft gefunden. Ich wüsste nicht wo. Boah, ich verkaufe. Der nimmt ja nur Sachen, die wertlos sind. Nö. War keine Quest. Etwas Schlüpfriges ist in deinem Frachtraum. Ah, guck mal, ich habe Joan geangelt. Ich habe den alten Joan geangelt. Oh nein, hier ist schon einer versorgt. Alter! Habe ich gerade die Wunderangel aktiv? Okay, wird langsam voll hier. Der Bürgermeister taucht vor dir auf dem Dock auf. Sein Gesicht verschwimmt vor deinen Augen. Seine Worte gehen im Rauschen der Brandung unter. Geht es gut? Wenn Gestalten, Nebel, Ausruhen, Vorsicht, Albträume. Du stolperst an ihm vorbei in die Stadt. Okay, ja, ich ruhe mich hier schon aus. Ist ja gut, Bürgermeister. Ja, nicht blöd. Bin ja nicht blöd. So, wir müssen die wieder erneuern. Aber es lohnt sich, hier ein paar Hummerfallen auszuwerfen, ne? Das bringt schon gutes Taschengeld so nebenbei. So, ich glaube, ich nehme noch eine von denen mit. Give it to me, baby. Reparieren.
dann geht die Reise wohl weiter. Wie findest du das Spiel? Hervorragend. Sehr, 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 sehr gut. So finde ich das Spiel. Sehr, 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 sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es den Leuten auch Spaß macht, aber mir macht es Spaß. Meistens ist es so, wenn Dinge mir Spaß machen, da haben die Leute keinen Spaß mit. Das ist irgendwie so das Problem an der Sache, ne? Nilepoli, dankeschön für deinen 9-Monate-Sub. Also ich finde es sehr gut, das Spiel. So, ich wollte hier mal so ein bisschen dran vorbei cruisen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas Geiles finde. Da hinten ist ein Schiff. Maybe Holz, ich hoffe. Ich hoffe auf Holz vor der Hütte. Oh, wieder nur Schrott. Im Moment kann ich Eisen nicht mal wirklich mitnehmen. Das Lager ist voll. Ich hol's nur wegen dem hier. Weil ich dann immer denke, ey, aber vielleicht hast du Glück. Und ziehst nochmal ein Upgrade raus. Und ja, hier nochmal Münzen. Oh, ist ein bisschen Taschengeld. Wo bin ich? In der Karibik? Was ist das denn? Am Strand liegt einige Holzkisten verstreut. Sieh hinein. Oh. Ein Stück von der Schatzkarte. Das nehme ich doch mit, du. So, ich muss ins Zentrum. Was ist das da unten? Ich bin falsch. Was ist das da hinten? Oh, was ist das denn? Leuchtender Fisch. Psst, hey. Was gibt's hier? Hier leuchtet ja alles. Dankeschön für den Spaß. Da hat jemand den Spaß in mir erweckt. Dankeschön. Ach, das sind diese leuchtenden Kalamari. Nehmen wir sie mal mit. Okay, Quallen, aber nicht die guten. Nicht die guten Quallen. Ich find's geil, dass es hier halt auch so Biome und alles gibt. Ich finde, das Spiel ist echt Bombe. Boah, das sieht cool aus. Strahlender habe ich eingesammelt. Oh mein Gott, was ist das da unten? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Das ist... Ey, das ist ein Boot. Ey, Jungs. Wartet auf mich. Jungs. Hä, sind die verschwunden? Jungs. Die sind wirklich verschwunden. Was ist das hier? Schrott. Ach, das war das Boot, wo wir schon waren. Oh no. Boah, was war das denn? Irgendwie ist es schon ziemlich gruselig, hier rumzufahren. War das Boot nur Einbildung oder war es real? Oh yes. So ein Verstrahlter. Okay, die Horrornacht ist erstmal wieder vorbei. Nerd Nendo, dankeschön. Für
den Sub. Dankeschön. Moment, da geht ja noch ein bisschen was. Da geht ja noch was. Und noch mehr. Okay, da muss ich einmal jetzt zurück auf jeden Fall. Abliefern. Da hinten ist noch eine Station. Dann würde ich sagen, einmal zur Station, bevor hier irgendwas gammelt. Verdorben. Oh, es ist sogar schon gegammelt. Gammeln die auch im Netz? Nee, die bleiben frisch. Okay, das ist nice. Was ist das hier für ein Ort? Eine Forscherin. Oh, hallo. Ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Wer bist du? Fischer. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ein Fischer so weit draußen? Das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Falls du Zeit hast. Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studien. Ursprünglich war ich auf dem Forschungsaußenposten im Inneren des Beckens tätig, aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hierher geflohen und habe, so gut es eben ging, improvisiert. Aber ich musste den größten Teil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle beschaffen zu können. Okay, eins habe ich schon mal. Noch etwas? Okay. Bams! Hoho, ich bin Meister über Zeit und Raum. Da guckst du blöd, Internet. So. Oh, was? Nein, auch noch so einen leuchtenden, oder? Okay, das war nicht der Beste unbedingt. Boah, diese Schweine, ne? Diese elenden, ätzenden Schweine. So, ne, ich brauche einen Angelplatz eigentlich, einen besseren. Geht aber noch nicht. Ich muss den hier leider erforschen, was voll doof ist. Ich könnte den jetzt hier hinsetzen. Oder den hier noch holen, weißt du was? Und dann pennen wir eine Runde. Es müsste ja eigentlich noch schneller sein, weil die Motoren addieren sich. Boah, ja. Oh, ja. Oh, yes, baby. I'm the mother effing cruiser. Okay, ich bin deutlich schneller. I like this, my friend. So, wir müssen wieder hinten hin und wir müssen uns den Riesenkraken angucken. Den Kraken. Den Giant Kraken. McZacken. Oh, Holz. Leckt mich doch am Bippel. Das ist doch echtes Holz. Nein, eine Latte. Ün Latt, mehr nicht.
Toll. Und ich habe mich schon gefreut, Leute, ne? Ich dachte nur so, yes, geil! Edles Lattenzeug. Aber nix edles Lattenzeug hier. Oh, Delfine. Oh, ich werde dich auch noch zerbomben. Davon bin ich überzeugt. Irgendwann werde ich Delfine bomben. Was machen Sie so beruflich? Ich bin Delfinbomber. Ausgebildeter Delfinbomber. Oh, da kann ich auch nichts angeln. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Friedhof. Labor. Das Labor liegt in Trümmern. Ausrüstung und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Okay. Nix. Ah doch. Oh, ein Upgrade. Yes. Und nochmal ein Upgrade. Ja, nice. Generator. Ein alter Generator stottert und spotzt vor sich hin. So, was ist jetzt mit der Kreatur? Yo, ich glaube, die ist nicht erfreut. Nein. Die wird ganz schön aggro. Okay, das heißt, ich muss diese Fische finden. Leuchtender Oktopus. Leuchtender Kalamar. Wo gibt's den leuchtenden Oktopus? Wo gibt's den? Okay, warte mal. Was brauche ich? Ein Kalamar und eine Aurora-Qualle. Das wird ja spannend. Ist das Holz? Das ist Holz. Also brauche ich irgendeine Angel, um in der Tiefe angeln zu können. Und ich müsste halt meinen Angelslot nochmal verbessern. Das kann ja was werden. Oh, ist das eine Qualle? Yo, ich hab eine. Jetzt brauche ich aber noch so ein... So ein Kalamar ist bestimmt ziemlich groß. Und ich würde einfach mal drauf loswetten, dass du den... Oh, da ist einer. Ich nehme alles zurück. War ja total einfach. Das war ja total einfach. Das war ja schreckend easy. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Ist es ein Fischmarkt? Hm. Warte, Moment. Ich brauche nur einen. Lager, 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 Lager. So. I need the heat.
Sonst habe ich hier eine Netzerweiterung. Ha. Huh. Yo. Die Dinger gibt's nur nachts, oder was? Aber die hüpfen mir auch... Oh, Rumpf ist beschädigt. Ätzend! Na, falsch. Komm, reparier das mal. Gut, wir pennen eine Runde. So, wo muss ich zur alten hin? Alte Festung, ne? War das. Ja, dann müssen wir hier rum. Und da hinten ist sie. Yes, Baby. Das gibt's doch nicht. Schon wieder Holz. Daddy hat einen Lattenlauf. Daddy hat eine Latte in der Hose. Aber so eine richtig ordentlich dicke. So eine richtig ordentlich dicke Latte habe ich hier. So, dann cruisen wir mal ganz schnell zurück. Oh, hier sind Hammerhaie. Wie cool. Ich brauche halt mal wieder eine ozeanische Angelrute. Ich habe ja eine, aber... Ihr wisst ja. Ah, hast du was für mich? Ich habe was für dich, ja. Igitt. Danke. Sieht so aus, als hättest du alle Oberflächenexemplare beschafft, die ich brauche. Aber, ich brauche noch einige aus tieferen Schichten. Das ist ein Problem. Ich habe ein Gerät entwickelt, um Proben aus der Abyssal-Zone zu beschaffen. Es ist im anderen Forschungsposten zurückgeblieben, vor dem Angriff. Ich habe eine Idee, wie man diese Kreaturen lange genug in Schach halten könnte, um solche Exemplare zu sammeln. Aber während ich daran arbeite, müsstest du mir einige Prototypteile besorgen. Vorsichtig. Ich schlage vor, du gehst tagsüber. Nachts hält man sich besser nicht am Riff auf. Noch etwas? Nee, das war's. Kein Platz. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll, liebe Kinder. So, dann gehen wir mal los und holen mal hier den Prototypen. Ich find's geil, wie schnell ich jetzt bin. Ich find's richtig nice, wenn man in einem Spiel Fortschritte erspielt und die auch spürt. Ich find das immer sehr geil, sowas. So, wo war der Prototyp? Der war doch irgendwo hier im Labor. Da. Noch mehr Prototyp? Okay, da ist nix. Na, wenn man jetzt nicht so gut geupgradet wäre, wie wir es gerade sind, dann wäre das hin und her zu fahren schon wieder ein Tag, ne? Wir sind halt auch mittlerweile einfach 10-mal so schnell wie am Anfang. Das macht den großen, mega fetten Unterschied. So, Forscherin. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Hervorragend. Ich werde dir ein Gerät zusammenbauen. Damit kannst du jetzt auch Exemplare aus sehr viel tieferen Gewässerschichten sammeln.
geil, Mann. Also, ich habe eine Abschreckungsmaschine entwickelt, die ein grelles Licht und zugleich einen hohen Pfeifton erzeugt. Das wird die Kreatur hoffentlich von einem Angriff abhalten. Oder sie noch mehr reizen, wir werden es rausfinden. Schließe sie an den Generator des Forschungsaußenposten an. Du musst dann alle paar Stunden zurückkommen und sie wieder anwerfen. Ansonsten läuft sie automatisch. Okay. Gut, dann wirf doch mal einen Blick auf diese Liste mit Exemplaren. Denk bitte daran, die Maschine zu installieren und anzustellen, bevor du dich auf die Suche machst. Wahrscheinlich musst du dafür auch die Ausrüstung noch ein wenig verbessern, die ich dir gegeben habe. Ein Anglerfisch, eine Riesenflohkrabbe, ein Tiefseebartfisch, Bartelfisch und ein Scheibenbauch. Ah, wer kennt's nicht? Klassiker. Klassiker. Na gut, habe ich nichts. Noch etwas? Nö. So, ihr Freunde der Latten. Das war's aber erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bewerten, kommentieren und immer schön die Latte im Auge behalten. Auf Wiedersehen und tschüss.